Dein Kind hat ein Android-Phone und du möchtest gerne aktiv Einfluss auf die Bildschirmzeit und Inhalte nehmen, die dein Kind konsumiert. Google bietet dafür mit der App Family Link eine eigene Lösung an. Für das musst du zwei Sachen machen. Erstens, du musst für dein Kind einen Google-Account kreieren und natürlich auch selber einen haben. Als zweites kannst du in der App Bildschirmzeit einstellen und Inhalte, Käufe und Apps eingrenzen. Ich zeige dir, wie das geht. Als erstes lässt du die App im Play Store ab. Wenn du die App zuerst mal öffnest, wählst du aus, wem das Smartphone gehört, das du gerade am Bedienen bist. Wir verwenden gerade das ältere Smartphone. Hier kannst du auf Weiter tippen, für den Prozess zu starten. Jetzt wählst du den Administrator der Familiengruppe aus. Nachher kannst du auf Es kann losgehen tippen. Jetzt kannst du entweder das Google-Konto von deinem Kind verknüpfen oder ein neues Google-Konto erstellen. Wir erstellen ein neues. Als erstes gibst du den Vor- und Nachnamen von deinem Kind ein. Nachher das Geburtsdatum und das Geschlecht. Jetzt erstellst du eine neue E-Mail-Adresse. Es kann sein, dass die gewünschte Adresse bereits vergeben ist und du die Adresse mit Zahlen oder etwas Ähnlichem musst ergänzen. Da erstellst du ein sicheres Passwort. Um Daten zu bestätigen, gibst du deine Telefonnummer an. Nachher bekommst du einen Code über die Nachrichten zugeschickt, den du hier eingeben kannst. Jetzt kannst du dein Google-Konto mit dem von deinem Kind verknüpfen. Dafür gibst du deine E-Mail-Adresse ein. Hier wird dir erklärt, wie die App funktioniert und welche Möglichkeiten du hast. Die Informationen kannst du durchlesen und wenn du damit einverstanden bist, kannst du hier zwei Häkchen setzen und ganz unten auf Zustimmen tippen. Jetzt gibst du das Passwort von deinem Google-Konto ein und tippst auf Weiter. Die Informationen liest du auch durch und tippst auf Weiter. Jetzt musst du bestätigen, dass du ein älterer Teil des Kindes bist. Das machst du, indem du einen sechsstelligen Code zuschicken lässt und ihn bestätigen oder deine Kreditkarte hinterlegst. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden. Hier kannst du Kreditkarte annehmen oder eine neue erfassen. Jetzt bestätigst du die Kreditkarte mit dem Sicherheitscode. Hier kannst du auswählen, ob du die Einschränkungen selber konfigurieren willst oder die Inhalte automatisch anhand des Alters deines Kindes eingeschränkt werden. Wir machen die Einstellungen manuell. Da kann man auswählen, ob die Web- und App-Aktivitäten gespeichert werden sollen und wie lang. Wir speichern sie für 18 Monate. Nachher kannst du auswählen, ob oder wie lang du den YouTube-Verlauf möchtest speichern. In diesem Schritt legst du fest, ob dein Kind die gemachten Einstellungen anpassen darf oder nur die Eltern. Nachher gehst du weiter. Jetzt müssen alle gemachten Einstellungen noch einmal bestätigt werden. Auch Datenschutzbestimmungen müssen durchgelesen und zugestimmt werden. So, jetzt ist das neue Google-Konto für dein Kind erstellt. Im nächsten Schritt zeige ich dir, wie du Einstellungen vornehmen kannst, wie zum Beispiel Bildschirmzeit. Wenn du jetzt auf Einstellungen tippst, können alle Einstellungen verändert werden oder neue Einschränkungen gemacht werden. Unter Einstellungen bei Google Play und dann unter Genehmigung erforderlich für kannst du einstellen, dass du benachrichtigt wirst, wenn dein Kind versucht, eine kostenpflichtige App abzuladen. Weiter unten bei den Google Play-Einstellungen kannst du Altersbegrenzungen für Filme und Serien einstellen. Unter Android Apps wird dir Zeit angezeigt, wie lange dein Kind pro Tag und Woche oder Monat am Smartphone verbracht hat. Hier können noch viele weitere Einstellungen vorgenommen werden. Jetzt ist das Android-Phone von deinem Kind bereit. Wir empfehlen, die Einstellungen mit deinem Kind zu thematisieren, damit du es so optimal begleiten kannst. Ich wünsche dir viel Spass beim Einrichten.